So, jetzt aber. Ich hoffe, ihr habt jetzt auch Ton. Das wäre cool. Wie gesagt, ich habe mich jetzt gerade ein bisschen beeilt. Ihr hier, YouTube. Hallo, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Demon's Souls. Ihr im Stream. Ihr wart ja gerade bei der letzten Folge schon noch mit dabei. Ich hoffe, jetzt passt alles. Auch spielsoundtechnisch und alles, würde mich freuen. Optimal. Top. Top. Gerade eben. Hatte ich nämlich schon mal gestartet. Darum habe ich dann nochmal kurz eine Verzögerung gehabt. Irgendwie wollte Twitch gerade nicht. Keine Ahnung. Es hat dann angezeigt, hier bitte anmelden. Bla bla bla. Also es lag nicht an der Elgato. Dieses Mal ausnahmsweise nicht. Es lag tatsächlich an Twitch. gut. Wir werden gleich noch den letzten Teil des Schreins der Stürme machen. Den Kack habe ich hier in der letzten Folge abgelegt. Leveln wir mal kurz eben auf. Wir brauchen Kondition, wir brauchen Lebensenergie, brauchen wir überhaupt? Wir brauchen Intelligenz, wir müssen schlau sein. Wir müssen auf jeden Fall sehr viel schlauer sein. Hat's ja gebracht. Gut. Schreiende Stürme. Letzter Teil. Der alte Held. Sehr schön, danke euch. Weil kann ich ja schlecht nachschauen, ob Ton da ist. Ihr habt es ja vorhin gemerkt, also letzte Folge, da ist kein Spielesound da gewesen. War meine Schuld, wie gesagt, hab was vergessen umzustellen. Jetzt muss ich ein bisschen weniger labern, hoffentlich. Werde ich vermutlich allerdings auch wieder nicht machen. Dann gehen wir mal. Da oben sieht man übrigens, wenn ihr genau mittig über meinen Kopf schaut, und da oben so ein Leuchtevieh, die wir auf dem Weg runter gesehen haben. Warte mal. Warte mal kurz. Ah. Ich habe bedenkt, wie kurz der Weg hier runter eigentlich wäre. Und wir müssen die Horrorroute nehmen. Schlimm. Ganz schlimm. Egal. Ah, ich wollte nicht blind werden. Ja, das hier ist der Erzdämon des Schreines der Stürme. Ein riesiger fliegender Rochen. Mit Peace-Symbolen vorne an den Fühlern. Keine Ahnung, an den Backen. Irgend sowas, keine Ahnung. Ja, und er trägt seine Sippschaft mit sich herum. Cool, ne? Cool. So, der Trick ist der. Man kann den nur als Magier effizient bekämpfen. Wir als dummdusseliger Krieger, Schrägstrich Kleriker, Schrägstrich Wundernutzer, sind da auf etwas anderes angewiesen. Ich wechsle mal hier kurz eben den Stance-Modus. Hier hinter dem Stein. Ich will wenigstens ein erwischen. Genau, scheißegal. War vermutlich ein Wolkenstein. Wir brauchen das hier. Schwer ziehen. Das hier ist der Sturmgebieter. Kann ich den überhaupt führen? Ich glaube ja, so schlecht können meine Stats doch gar nicht sein, oder? Je. Das Ding sieht ziemlich geil aus und hier sind wir auch etwas sicher. Etwas. Also nicht hundertprozentig. Aber passt mal auf, was das Ding hier am Schrein kann. Nett. Ja, du kannst damit wirklich die Luft zum Bersten bringen. Das ist geil. Ungeil ist dagegen, dass die Waffe ziemlich schnell den Geist so aufgibt. Aber für den Bosskampf reicht es gerade so. So.
Ihr seht, da ist frisst Lebensenergie, das auch, wenn man nicht. Oh je, ai je. Ja, man ist halt ziemlich lange in so einer Animation dann. Und wir müssen das gerade machen, weil nur so bekommen wir den Sturmkönig runter. Also wir müssen seine Sippschaft vernichten, sonst greift er uns nicht an. Ihr seht ja jetzt da oben, der Schweif da, der ist von dem. Also wir müssen die Kleinen vernichten, ansonsten bewegt er seinen fliegenden Arsch nicht hier runter. So, der müsste, glaube ich, langsam genügen. Roll, Autsch. Der müsste genügen. Jo. Ja, das reicht definitiv. Und jetzt weg. Ich glaube, war das der Stein hier? Ich bin gerade etwas. Es war hier. Stellt euch einfach hierher. Erhobener Schild, sicher ist sicher. Weil sonst werdet ihr euch hier aufschließen. So, und jetzt im Landeanflug schon mal hier oben einstellen. Zap. Zap. Verfehlt, aber ihr seht, also im Grunde ist der Busskampf hier moderat. Moderat einfach. Du störst, geh weg. Autsch, und ihr seht ja, wenn er euch spiked, ist das schlecht. Hinterher, da geht noch einer, da ist eine gut, jawohl. Noch drei gute Treffer und er ist tot. Das Schwert ist affengeil, aber wie gesagt, man kann nur hier am Schrein der Stürme den Himmel mitteilen. Woanders ist die Waffe ziemlich mies. Sie sieht hammergut aus und das war's leider auch. Nur hier hat sie halt diesen geilen Effekt, dass man den Himmel mitteilen kann. Dann hier wieder verkriechen. Mein Regeneration-Effekt ist leider ohne Keule nicht mehr so toll. Autsch, Autsch. Ihr seht's ja, wenn man hier nicht aufpasst, dann ist das ganz schnell. Einmal. Zweimal. Da geht noch, der sitzt. Der sitzt. Jawohl, da ist er tot. Meine Damen und Herren, das war der Sturmkönig. Als Magier, wie ich schon sagte, ist er ziemlich einfach. Und zwar bekommt man für die gauklerische Dämonenseele, also die des Götzenbildes, den Seelenstrahl. Der Seelenstrahl macht Hölle viel Schaden an dem Viech. Und die Rochen sind damit auch ein One-Shot. Auch mit dem Seelen... wie hieß das Ding denn? Mit dieser Kugel, da wo der Magier startet mit, sondern der Royality startet mit, also der Adelige. Mit der geht's auch, dauert halt ein bisschen länger. Aber als Magier ist der Bosskampf hier wirklich einfach. Ja, in der Hütte wäre ich safe, aber... Ich bin kein Freund von der Hütte, die engt einen so furchtbar ein. Das ist ein bisschen blöd. Warte mal. Sicher ist sicher, was ich hab, hab ich. Und jetzt können wir uns in aller Ruhe hier umschauen. Ich finde ja die Monolithen so geil. Da ist man so winzig dagegen. Das ist geil. Übrigens, die Kinder des Sturms. Sturmkönig, das. Ja, bestes Deutsch, Sonntagsdeutsch heute. Droppen so ziemlich immer irgendwie Wolkensteinscherben, EDC, bla bla. Sollte man also mitnehmen. Wenn man schon mal hier ist. Ich glaube, hier haben wir dann alles. Ihr seht ihr da am Berg, die verschwinden nicht, die Drops von denen. Da hinten sieht man zum Beispiel noch was Gelbes glühen. Direkt links neben meinem Kopf hier. Ja. Dann sind wir hier allerdings fertig. Leider war es das auch schon wieder mit dem
Sturm, Schwert, Dingens. Unglaublich, ich weiß, ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen von dem Ding. Sturmgebiete. Storm Ruler kann ich mir merken, aber ich habe den deutschen Namen einfach nicht drin. Halt, nein, wir sind noch nicht fertig. Und zwar, da ist eine Leiche, die haben wir geplündert, aber ich glaube, genau. Wolkensteinklumpen. In den Steinfangkatakomben. Ebene 2 findet man einen Schild. Der ist schon mit dem Dunkelheitspräfix. Dieses Präfix bekommt man übrigens nur Schilde in Demon's Souls ausgelegt. Der heißt so. Dann würde ich eher sagen, investiert es da. In den Rheinstein und so haben wir ja schon davon. Farmt man am besten bei den hässlichen da. Für den Rest der Folge werden wir jetzt noch ein bisschen Backtracking machen. Sprich, wir müssen Freak noch befreien. Wir werden das Weiße Welten-Event von hier abschließen. Und ich werde jetzt versuchen, keine Scheiße zu bauen. Thank goodness you are safe. I was worried sick about you. Manchmal ist mein Kommentar stiefbitzig, also das ist ja... Ich bin jetzt schon wieder so schüchtern, ich bekomme den Mund schon wieder nicht auf. Wieso ist er heute spitze? Was mache ich denn anders wie sonst? Ich bin heute mal nicht genervt. Ich glaube, das könnte... Ja, das könnte sein. Okay, dann haben wir hier, glaube ich, alles Unnötige schon abgelegt. Wir haben jetzt Schandstadt, also sprich den Keilstein von Valley of Defilement Dingens haben wir abgeschlossen. Schrein der Stimme haben wir abgeschlossen. Es fehlt noch Steinfangkatakomben und Latvia. Und natürlich Boletaria, aber naja. Das ist ihr Endgame. Soul of the lost withdrawn from its vessel. Let strength be granted so the world. Und da haben wir einfach mal so razzofazzo ein paar hunderttausend Seelen auf den Kopf gehauen. Den reinen Wolkenstein werde ich auch abgeben. Jetzt haben wir alles deponiert, ja. Jetzt bin ich zufrieden. Jetzt gehen wir hier gleich nochmal hin. Und zwar Keilstein des Richters und machen das Weiße Welten-Event. Genau. Arrow und Ray, genau. Also Soul Arrow und Soul Ray, so heißen die, genau. Mit denen ist der eigentlich auch ziemlich einfach. Also ich würde schon fast sagen, wenn ihr Magier spielt, habt ihr normalerweise eh nicht die Werte fürs Schwert. Auch wenn die verflucht niedrig sind, aber selbst wenn, scheiß drauf, eure Magie bratzelt das Zeug da weg, da ist drauf geschissen, da braucht ihr den Sturm Ruler, Storm Ruler Teil. Das braucht kein Schwein dann. Au, ouch. Ah, nein. Er fickt der scheiß Sensen, Mann. Jetzt hab ich's. Jawohl. Stört. Ich hab was vergessen. Nee, hab ich nicht. Ich dachte schon, ich hab was vergessen. Jetzt gehen wir hier runter. Welt müsste weiß sein, oder? Rechts drüben? Ja, also wenn es noch mehr leuchtet. Ah, unwahrscheinlich. Ja, genau, seht ihr? Wie ich vorhin schon meinte in der letzten Folge, jetzt ist die Leiche hier am Boden. Magisches Schwert Makoto. Was können wir damit machen? Ich zeige es euch mal kurz. Makoto finde ich nicht gut. Ja, ich habe die Werte nicht, aber schaut es euch an. Ich lege mal kurz den Schild noch beiseite. Wir haben noch den Ring der Regeneration. Der scheint wohl schon zu genügen. Normalerweise zieht das Ding Lebensenergie ab. Moment. Oben, Lebensleiste, seht ihr, nimmt langsam ab.
Man kann die Waffe, soweit ich weiß, aber glaube ich allerdings buffen. Vielleicht ist es dann gar nicht so schön. Es schaut doch ziemlich cool aus, aber das war's dann auch schon. Ha. Regenerationsring drauf. Keule wieder her. Welt wieder in Ordnung. Schild. Gut. Ein Tipp, farmt niemals in Pure White irgendwelche Steine. Ihr bekommt die guten Steine so ziemlich gar nicht. Also sprich Klumpen und reine Steine werden bei nahezu weißer Welt nicht denn so gut wie gar nicht fallen. Deswegen seht zu, dass ihr Pure Black irgendwie bekommt. Dann ist es möglich. Das andere Event wäre in Welt 1 des Schreines der Stürme. Da taucht jetzt Sasuke? Ach, irgend so ein NPC halt. Irgendwas wie Satsuki halt. Der eben will das Schwert von uns dann haben. Wenn wir es ihm geben, will er uns umbringen. Ich glaube, wenn wir ihn dann allerdings so töten, zieht das unsere Charaktertendenz runter und das will ich nicht. Ja, habe ich gerade gesagt, also das Schwert werde ich nicht abgeben, weil es würde die Charaktertendenz runterdrücken und ich möchte die mal oben halten, eventuell für eine spätere Waffe vielleicht. Mal schauen, mal gucken. Aber ich werde es jetzt noch nicht abgeben, weil das ist ein NPC-Töten, einfach mal bekommen nichts Großartiges dafür. Also eindebonieren und jetzt noch eine Sache. Und zwar in Latria. Moment, wir haben Frigg noch nicht befreit, weil es ist ja schon eine Weile her. Nicht, dass ich mich jetzt dahin auf den Weg mache. Oh, doch, haben wir schon. Okay, dann werden wir mal ein bisschen handeln. Was zum Teufel machst du? Ich habe einen Purzelbaum auf deinen Kopf gemacht. So sieht's aus. Kannst du mir den Mond sehen bringen? Natürlich kann ich das machen. A demon's soul is no mere amalgamation of lesser souls. You have your wits about you. Surely you understand me. Genau. Also, wie ich gerade im Chat lese, also mit Soul Ray, sind die Viecher da am Himmel. Bullshit. Ohne Scheiß. Da hol dir die in Sekundentakt runter. Und es geht vor allem wahnsinnig schnell. Nicht hier wie beim Storm Ruler, dass ihr erst ausholen müsst und dann habt ihr keine Ausdauer mehr. Das geht alles viel schneller. So, er will dafür nur Seelen, Bossseelen allerdings. Wir nehmen uns mit die Giftwolke. Wir nehmen uns mit die Todeswolke. Wir nehmen uns mit... Die nehmen wir uns nicht. Nehmen uns Schonung mit, auf jeden Fall. Und wir nehmen uns mit Seelenstrahl. Und jetzt muss ich mal schauen, was ich dafür Werte brauche. Kann ich das hier einsehen? Vermutlich nicht. Dann halt nicht. Dann gehe ich halt wieder zu Frigg und mache einen Purzelbaum auf seinen Kopf. So, Zaubermerken. Ich glaube, einen habe ich genau. Einen Slot. Der braucht zwei. Da muss ich noch ein bisschen... Ah ja, und unten seht ihr, man braucht keine Anforderungen in dem Sinne, sondern man braucht einfach nur genug MP-Punkte. Und einen oder eben mehrere Magieslots, je nachdem. Hier haben wir die Anforderung 1 erfüllt. Der Zauber kostet uns 15 pro Angriff. Wir haben 81 Magiepunkte. Also könnte ich ausrüsten, wäre kein Problem, können wir wirken. Da brauchen wir noch einen Slot. Kriegen wir hin. Giftwolke, Todeswolke. Warum habe ich mir das geholt? Leute, im Chat gerade eben, habt ihr noch Bock auf eine Folge? Weil ich würde jetzt nochmal schneiden. Eigentlich hätte ich jetzt beendet, aber sagen wir noch eine halbe Stunde. Hättet ihr Bock drauf? Dann würde ich eventuell noch ein Gebiet machen. Ich pack schon mal die Giftwolke ein, weil die brauche ich jetzt dann eh gleich. Und ich schaue mal, was ich hier ein bisschen auflevel. Irgendwie mit allen Mitteln und alles irgendwie. Ihr könnt euch sicher vorstellen, was ich vorhab. Okay, dann machen wir es so. Dann werde ich
jetzt die Seelen hier aufbrauchen. Dann gibt es den zweiten Schnitt und dann kommen wir zur finalen Folge von heute. Okay? Für die Leute von YouTube sage ich jetzt schon mal herzlichen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge Demon's Souls. Für die im Stream geht es jetzt nach 10 Sekunden Unterbrechung gleich wieder weiter. Kurzen Moment, bin sofort wieder da.